Alles klar, Kinder? Ja, natürlich, sei es klar. Und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob. Einen, diesmal muss ich sagen, nachaufgenommenen Part. Ich habe diesen Part kurz darauf aufgenommen, nachdem ich die drei letzten Parts gedreht hatte. Und ihr seht schon, wo ich bin. Ja, ich bin wieder hier in diesem Chaos von Robots. In der großen Krabbe. Ja, ich dachte mir, gut, ich probiere es einfach mal nochmal, versuche das jetzt zu schaffen. Und ja, hoffe, dass es jetzt klappt. Und wie gesagt, ich habe nach einer gewissen Zeit eine Strategie entwickelt, wie man das doch irgendwie schaffen kann. Ob ich es schaffe oder nicht, das werdet ihr im Verlauf dieses Videos noch sehen. So, erstmal seht ihr schon, bam, geht's hier ab und... Ja, diese Robots scheinen neuer zu sein, die habe ich bisher noch nie gesehen. Ich kriege auf dem Boden rum und ich sterbe. So. Ah ja, das ist schon eine kleine Strategie. Ihr müsst ganz schnell agieren und da oben erstmal die Typisplot machen. Dann folgt Schritt Nummer 2. Ihr, ja, lasst euch mal nicht treffen und geht dort nach oben. So, dann kümmert ihr euch um die Raketenviecher, genau da hinten. Ihr seht schon, da ist die Spawnmaschine. Und jetzt ahnt ihr schon, was ich vorhabe. Ja, geht erstmal voll daneben. Ja, erstmal müsst ihr die Typen da treffen. Dann kümmert ihr euch um die Raketenspawnmaschine. Natürlich, ja. Kümmert euch erstmal um die Spawnmaschine. Ja, das war jetzt wieder ganz toll. Der ging jetzt voll daneben. Und dann müsst ihr erstmal den anderen Raketentypen fertig machen, bevor ihr euch darum kümmern könnt. So, die Maschine ist schon mal weg. Ja, jetzt kommt der Typ da hinten mit seinen Raketen. Den. Das war scharf vorbei. Müsst ihr von... Oder könnt ihr von der Ecke aus abschießen? Das ist euch selbst überlassen, wie ihr das macht. So, und jetzt kommt noch ein weiterer schwieriger Teil. Denn jetzt, ich sag's euch mal gleich, ihr solltet lieber Energie einsammeln, denn unten sind noch diese Roboterviecher und die sind nicht gerade nice. Ja, da habe ich gerade versucht, die von oben zu treffen, das hat aber nicht ganz geklappt. Und ja. Ihr müsst im Prinzip so ziemlich in Bewegung bleiben, wenn diese Typen. Wenn diese Typen erledigen wollt. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ja, genau so soll es nämlich gehen. Zack, 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 in Bewegung bleiben und versuchen, die Typen irgendwie zu treffen. Hab ich es jetzt schon geschafft? Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich es. Ja, da habe ich es geschafft. Es ist im Prinzip machbar, es sah auf den ersten Blick ziemlich krass aus, aber es ist tatsächlich schaffbar. Und das ist doch gut. Du hast mir ganz schöne Sorgen bereitet, Minion. Sorgen um mein Geld, natürlich, ja. Hier, dies ist deine Belohnung. Und dafür kriegen wir natürlich einen Funwender. So, jetzt haben wir schon mal 50. Das heißt, mit 50 können wir im Prinzip schon eine weitere Welt betreten. Das, ich sag's euch gleich, machen wir im nächsten Part. Ja, dann nochmal ganzen Objekte. Ich habe später noch ein paar weitere gefarmt. Vielleicht werde ich heute später auch noch ein paar weitere farmen, weil dafür gibt's ja Funwender. Ja, dafür gibt's Funwender. Und ich sag's euch gleich, ich habe unterwegs noch eine Socke gefunden. Die war nämlich beim Sandberg bei Mrs. Puffs Strecke. Dort müsst ihr ja gleich zu Anfang rechts links oben auf diesen schmalen Pfad hinauf und dort findet ihr am Ende des Pfades eine Socke. Die fällt aber auch ins Auge. Ich bin diesen. Ja, ich glaube, jetzt kann ich euch gleich mal zeigen, wo die ist. Und zwar, ihr rutscht hier runter. Dann kommt so ein Hang.
dort oben. Rechts von mir. Dort müsst ihr rauf. Am Ende dieses Hanges, wo ihr gerade die Fahne gesehen habt, da befindet sich die Socke. Die habe ich da natürlich schon eingesammelt. Und ja, das waren insgesamt dann 10. Habe ich eingetauscht bei Patrick gegen eine weiteren Pfannenwender. Ja, und jetzt habe ich mich versucht. Ich weiß, ich habe gesagt, nee, ich mache das nicht. Aber ja, mir blieb irgendwie keine andere Wahl, als zu sagen, gut, ich versuche mich nochmal an dem Eisrennen. Und ja, es geht ja um Pfannenwender. Ja, da schon verschissen. Da kommen wir nochmal zurück zu Mrs. Puff. Also im Prinzip ist es machbar. Der schwerste, ich sag's gleich, ist der dritte. Ich bin die im Bunde. Ob ich den schaffe oder nicht? Findet's heraus. Naja, so. Das ist jetzt der zweite Try. Ich weiß, dass ich nach einer Weile so eine Strategie dafür entwickelt habe, mich ganz konzentriert durch die Strecke zu arbeiten. Dann habe ich mir gesagt, wird das schon klappen. Ja, woran mich das Ganze erinnert? An Spiele wie Extreme Snowboarding oder Snowboard Kids, je nachdem. Jedenfalls an diese ganzen Snowboard Games, die es damals gab für den N64. Daran hat mich das sehr, sehr erinnert. Das fand ich schon richtig genial. Ich glaube, ja, da habe ich es geschafft. Mrs. Puff Herausforderung. Und dann müsst ihr quasi aber zurückkehren zu ihr. Das könnt ihr so machen. Wie ihr wollt. Ihr könnt doch so hinlatschen, das ist relativ euch überlassen. Ich dachte mir so nur, yeah, ich hab's geschafft. Herzlichen Glück. Ja, Glückwunsch, bla bla bla. Das ist eine extrem kolossale Aussicht von Mrs. Puff. Die übrigens einen Kugelfisch darstellen soll. Und wenn sie sich quasi richtig derbe aufregt, dann bläst sie sich auf. Und spricht das so komisch. Ja, eben wie wenn man aufgeblasen ist. So, Random Nummer 2. Ich habe mir gesagt, okay, nach dem Erfolg probiere ich es jetzt einfach mal komplett durch. Kann nicht schaden. Weil es geht ja um Pfannenwender. Und Pfannenwender brauchen wir. Ich habe schon angefangen, teils zu kalkulieren. So, Blubberfreund. Du hast einen Pfannenwender. Die Zeit ist deutlich ja, weit über der von Mrs. Puff. Allerdings ist das auch eine andere Strecke. Ja, und was man mit den Schneemännern auf sich nicht hat, ich weiß es nicht, ob es dann auch einen Pfannenwender gibt. Es kann sein, vielleicht gibt es auch haufenweise glänzende Objekte. Keine Ahnung. Aber ich glaube, diese Strecke war für mich schon deutlich angenehmer zu fahren als die von Mrs. Puff. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil die Wege breiter waren. Keine Ahnung. Wie gesagt, was die Snowmans bringen. Ja, einer ist übrigens oben am Start. Das heißt, eigentlich wären es jetzt 3 gewesen. So, da müsst ihr ausweichen. Ja, und jetzt dieser Sprung, den habe ich zuerst gar nicht gerafft, wie man den machen soll. Da ist schon verschissen. Da können wir zurück zum Blubberfreund. Denn ihr habt es gesehen, die Zeit hört auf. Und ja. Das heißt, wir können den ganzen schönen Spaß nochmal von vorne machen. Ich bin. Aber was noch passieren wird im Video, ihr werdet es noch sehen. So, da haben wir schon mal wieder eine Menge Linsen-Objekte eingesammelt. Und das ist eigentlich schon genug, um
sich einen weiteren Funminder Mr. Krabs zu holen. Das habe ich auch später gemacht. Das kann ich jetzt schon verraten. Also die Funwender-Zahl, die ist gut gestiegen. Was dieses Rätsel mit dem Ball betrifft, mit der Kugel. Es gibt bestimmt eine Strategie. Aber ich habe jetzt irgendwie auch keinen großen Bock, da irgendwie extra nachzuschauen in einem Walkthrough. Ich habe mich umgeschaut und habe allein schon für das erste Rad, also dieses komische Steuerrad oder so, keinen Knopf gefunden. Ich habe alles probiert, von Stampfen bis keine Ahnung. Und ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe alles versucht. Ich habe es versucht mit Stampfen, mit dem Netz, mit dem Kegelmove, mit den Raketen. Ich habe echt alles probiert. Es klappt irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, deswegen nachzuschlagen, habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Den letzten Hauptschalter wüsste ich ehrlich gesagt auch gerne, wo der ist. Wahrscheinlich bin ich wieder mal schlau, wie ich war, vorbeigelaufen. Aber das kann doch nicht sein, dass ich vorbeigelaufen wäre. Naja, ich werde mich sowieso aufs Genau mal umschauen. Vielleicht finde ich irgendwo noch den Schalter. Dann hätten wir schon mal diesen Funwender auch zurück. Und ich weiß nicht, ob der Abfalleimer... Ich glaube, der Abfalleimer ist das letzte Level. Das heißt, mit 75 von diesen Funwendern sind wir bereit, das Spiel abzuschließen. Im letzten Final Level. Ja, ich glaube, da habe ich es irgendwie... Ja, da habe ich es geschafft, den Sprung. Im Prinzip ist die Strecke eigentlich gar nicht mal so schwer. Jetzt kam die zweite Herausforderung. Nämlich, obwohl, nee, war keine Herausforderung, der Jump. Ging eigentlich auch. Ich habe so teils ziemlich Adrenalin gehabt bei den ganzen Gefahren, denn ja, ihr seht schon, das ist verdammt knapp teilweise mit den Sprüngen. Wenn man die verkackt, dann ja. Und da rennt die Zeit schon weg. Ich meine, 16 Sekunden. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist es verkackt. Da dachte ich mir, jetzt bin ich tot. Na, 3 Sekunden, 2. Oh, das war knapp. 2 Sekunden. Das ist ganz schön knapp bemessen, aber es ist schaffbar. Und da war ich froh, dass ich den geschafft habe, diesen Funwender. Da war ich richtig froh. Denn damit war die Welt zu sogar 90% abgeschlossen. 99%. Herzlichen Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist deine Belohnung. Ein Funwender. Wie soll es anders sein? Tja, da hätten wir das auch. So, ja. Übrigens, das wäre der erste Snowman gewesen von 8 Stück. Auch da muss man resetten, wenn man die alle haben will. Ansonsten wird das nichts. Gar nichts. So. Und da habe ich jetzt probiert, nochmal den dritten zu schaffen. Also Larry. Den Hummer. Den muskulösen Hummer, den wir gleich sehen werden. Mit dem Namen Larry. Oder ist es ein Languste? Mit meinem aerodynamischen Körper bin ich unschlagbar. Ich gebe dir einen goldenen Pfannenwender, wenn du meine Zeit unterbietest. Auch der hat eine ziemlich hohe Zeit, aber die Strecke ist zum einen ziemlich lang und anstrengend. Ich habe
glaube ich, irgendwo noch was mit dem Trampolin versucht. Oder war das schon... Ist das schon vorbei? Ich glaube, das war schon. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja. Jedenfalls ist das Larry-Strecke. Larry-Strecke ist schon deutlich schwieriger als die vom Blubberblasenfreund. Und ihr merkt gleich... Oder ihr könnt euch bestimmt noch entsinnen, ein weiteres Hindernis auf dieser Strecke. Ein ziemlich schwieriges Hindernis. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen werde offscreen, diese Strecke, oder ob ich es so belasse. Ja, genau, nämlich das. Die Schneebälle. Wenn man die nämlich berührt, dann wird man gleich verlangsamt. Und ja, das ist kurz vor dem Abgrund so ziemlich tödlich, denn dann ist verkackt. Ja, da bin ich schon zu weit gesprungen. Da ist auch schon verkackt. Das heißt, ja, wegen dem Checkpoint kann ich jetzt... Warum gab es da Checkpoint auf der Strecke? Ich muss sagen, die Checkpoints auf der Strecke, die waren unnötig, weil die halten einen nur auf. Man muss jedes Mal hier oben neu starten, um ja, das zu resetten. Das fand ich ein bisschen blöd. Ja, doch, da war es mit dem Trampolin. Das wollte ich mal ausprobieren, was man da bekommt. Oder wo man da hinkommt. Aber ich glaube, das war nur für eine Socke am Ende. Oder? Ne? Ne? Und? Ja. Es war für eine Socke. Also, nichts Interessantes. Gut. Strecke resettet. Und nochmal ran. Ich bin. Mit ihm dann wieder labern und labern und labern. Zack. Ich muss sagen, das Ganze mit diesen Rutschbahnen hier erinnert mich verdammt stark an Mario 64. Und ich weiß, ich habe es damals, glaube ich, später noch aufgenommen. Die, ich glaube, Princess Peach Spezialstrecke, die man zum einen schaffen muss und zum anderen irgendwie, ich glaube, dass man die unter 20 Sekunden schaffen muss. Und das geht, glaube ich, nur mit einem ganz speziellen Trick, indem man, glaube ich, die Rutschbahn so am Rand verlässt. Ansonsten ist das nicht schaffbar. Da wäre die Zeit schon mitten auf der Strecke vorbei. Ach ja, einen Fakt zu dieser, zu diesen Rutschbahnen habe ich noch. Und zwar, man kann hier wunderbar glänzende Objekte farmen. Denn je öfters man versucht, die glänzenden Objekte werden ja gespeichert, desto mehr glänzende Objekte bekommt man auch. Und das könnte ganz schön lange sein. So, hier ist jetzt Konzentration gefragt. Denn der Boden tut sich auf. Ich war schon recht weit gewesen, muss ich sagen, auf der Strecke. Da dachte ich mir schon fast, ja, jetzt hast du es fast geschafft. Aber da kam man noch ein bisschen was. Das war es ja noch nicht. So, ja. Hier war jetzt der Punkt, wo sich die Strecke halt teilt. Und ich weiß nicht mehr, wo es war. Ja, da ist vorbei. Und ihr habt es gerade schon gesehen, die Zeit, die ist schon ziemlich knapp. Ich weiß nicht, hätte ich es geschafft, hätte ich es nicht geschafft. Ob ich diesen Fangwender offscreen ausprobiere, ich werde es mir mal überlegen. Ja, es ist gerade noch ein bisschen am Morgen. Und ja, gefrühstückt,
Das, was ihr seht, ist vom Vortag. Und ja, das war's von dem Video. Beim nächsten Mal geht's dann live weiter. Bis dahin, euer 8-Bit-Racky. Ciao.